Ein weitaus größeres Potenzial hat die Sonne. Mit ihrer enormen Kraft könnte sie theoretisch unsere gesamten Energieprobleme lösen. Doch noch ist der Anteil der Sonnenenergie am Stromverbrauch in Deutschland gering. In unseren Breitengraden deckt eine etwa 40 Quadratmeter große Photovoltaikanlage den Strombedarf eines durchschnittlichen Einfamilienhauses. Doch die Photovoltaik liefert insgesamt bisher nur knapp 2% unseres Stroms. Vielleicht, weil Deutschland nicht zu den sonnigsten Plätzen der Welt zählt? Fakt ist, die besten Ergebnisse erzielen Sonnenkraftwerke im Sonnengürtel der Welt, also etwa in Spanien oder Nordafrika. Den Durchbruch für Sonnenstrom glauben Forscher und Unternehmen, werden erst die Wüstenkraftwerke des Desertec-Projekts bringen. Sie sollen dereinst 15% des europäischen Strombedarfs liefern. Doch es wird viele Jahre dauern, bis der geplante Ring von Kraftwerken rund um das Mittelmeer steht. Und ob die Sonnenausbeute dann tatsächlich so groß ist wie erwartet, muss sich zeigen. Eine Skepsis, die nach den Erfahrungen in Masda berechtigt ist. Die Ökostadt, die in der Wüste Abu Dhabis entsteht, setzt auf Photovoltaik. Naheliegend, denn die Sonnenausbeute ist hier theoretisch doppelt so hoch wie in Deutschland. Doch dieser Vorteil wird durch Standortnachteile teilweise aufgehoben. Hohe Temperaturen und Staub verschlechtern den Wirkungsgrad wieder. Der Wüstensand ist fatal für die empfindlichen Spiegel. Jeden Tag müssen die Arbeiter ihn von Hand entfernen.